Alter, der Mist hier schon wieder. Will ich den fast messern. Alter Schwede. Da wurde ich glaube ich von hinten. Da hat mich jemand von hinten erschossen. Feiglinge. Man schießt doch keinen von hinten. Abmessern höchstens. Messer. So macht man das. Das ist genau die falsche Waffe. Alter Schwede, wie fällt der aus? Um diese Waffe überhaupt tot zu kriegen? Ah, ich bin eh tot. Verdammt. Fuck. Den Groß müssen wir mit der Wumme tot machen. Den hier. Geht doch. Ich auch. Ja, jetzt relativ schutzlos. Gar nicht so blöd hier. Bin ich relativ sicher. Oh Scheiße. Sagt er.
große Macht mir zu schaffen. Der schickt da irgendwelche Drohnen. Alter Schwede. Warum lebt ihr noch? Alter Schwede. Das wird doch wieder nichts. Was ist der? Der ist super gepanzert, das ist der mit den Drohnen. Ich weiß nicht, was ich gegen den unternehmen soll. Der Drohnentyp. Ich weiß es nicht. Keine Verzweiflungstat. Leroy Jenkins. Leroy Jenkins. Rennt die einfach durch. Oh Scheiße. Durchgerannt. Jetzt sagt das so. Oha. Ich war noch einer. Ich jetzt hier drauf gehe. Muss doch ein Checkpoint gegeben haben oder so. Das kann auch nicht nichts wert sein. Turm 1. Wieder hier. Wir müssen eigentlich hin. Schutztür verschlossen. Okay, wo ist die Entriegelung? Welche Schutztür? Aha. Der gute Deliver bringt es doch immer wieder. Einfach durchrennen. Limit erreicht. Schutztüren offen. Hey Cap! Wo warten Sie? Ja, ja, hey, da ist eine Stelle näher am Nautica-Waggon, an der ich Sie absetzen kann. Gehen Sie durch den Kontrollpunkt nach unten zum Laufsteg auf der Unterseite der Brücke.
Reich den Hubschrauber. Das heißt, die erste Etappe haben wir geschafft. Wo ist der Hubschrauber? Sind alle verpufft, die Leute, die wir hier nicht erschossen haben. Aha, okay. Geht dann, glaube ich, mal runter. Das ist ja klar gewesen. Was bist denn du für einer? Es ist noch da, oder? Verdammt. Heilung wäre nicht schlecht. Nirgendwo Heilung. Ah, Heilung. Heilung. Endlich mal kurz. Außer gegen ein schweres Gerät ist das immer noch die beste Waffe. Finde ich. Ach du Scheiße. Bin ich gerade runtergestürzt. Scheiße, ich hätte doch gerade Heilung. Wie kann denn das passiert sein? Heilung, 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 Heilung. Wie kommen wir denn hier durch? Ja, noch ein bisschen mehr Heilung wäre toll. 40 ist nicht viel. Kamen wir hier nicht her? Ja, natürlich kommen wir hier her. Wollte man nicht eigentlich in den Waggon rein? Dann sind wir hier. Das ist scheiße blöd. Das schaffe ich.
du Scheiße! Das ist doch Story. Alter Schwede, ich hoffe, du hast Heilung an Bord. Als ob. Den letzten Sprung. Das soll es jetzt gewesen sein. Jetzt komplett unfairer Checkpoint, ganz am Anfang. Nee. Da war Heilung oben. Ach Mann. Meine Fresse. Was für ein Blöder. Was denn? Habe ich das Springen verlernt. Lass dich ein bisschen näher ranfliegen, du Rausch. Was für ein Blöder. Stunden später. Doppelsprung gibt es ja aber nicht, oder? Alla. Hättest du springen können. Da habe ich Glitch. Kommen Sie an Bord, Captain! Da liegt ein Leich im Weg. Bitte was? Muss ich später losspringen oder was? Der leichteste Sprung hier. Willst du mich verarschen? Was für ein Blöder. Hä? Muss das schon wieder rausschneiden hier? Das ist doch hier am Anfang, das was ich rausgeschnitten habe, was ihr nicht gesehen habt, wie ich 100 Versuche gebaut habe, um einen Slider zu, um einen Slice zu machen. Was für ein Blöder. Ey, ich bin so spät losgesprungen. Was ist denn? Spring ich zu niedrig? Spring ich zu. Alter Schwede. Alter Verwalter. Jetzt bin ich mir geheilt. Flieg doch mal ein bisschen näher ran vielleicht. Wer ist denn damit? Kommen Sie an Bord, Captain. Ich bin doch schon mitten. Warum greift der denn nicht mit dem Artis? Der schrammt doch schon an der Außenseite runter. In der Realität wird man sich immer festhalten. Meine Fresse. Ich hatte nicht die Hände frei. Ich bleib hier auf dem auf der Betoninsel. Ich ess den Nazi auf und dann koch den mir in der Rüstung. Na, geh doch. Wissen Sie, Sir, als ich jung war, habe ich meinen Nahkampftrainer sehr bewundert. Coach Anderson. Sie erinnern mich an ihn. In all den Jahren, in denen Caroline und ich den Widerstand geleitet haben, habe ich mich immer gefragt, was würde Captain Blaskovich tun? Was würde Captain Blaskovich tun? Auch heute noch. Schießen. Okay, ich lasse hier raus.
Munition an oder was? Oh shit. Das wird mir das gewitzt tun. An den Mund zugrunde gehen. Das ist eine gute Idee, weil. Oh nein! Was für ein Blöder. Gott. Warum dieser Checkpoint? Das Spiel will mich trollen. Was gegnet dieser Checkpoint? Nein. Wird ewig brauchen. Na, geht doch. Wissen Sie, Sir, als ich jung war, habe ich meinen Nahkampftrainer sehr bewundert. Coach Anderson. Sie erinnern mich an ihn. In all den Jahren, in denen Caroline und ich den Widerstand geleitet haben, den nicht sterben, dann muss nochmal hüpfen. Was würde Captain Blazkowicz tun? Was würde Captain Blazkowicz tun? Auch heute noch. Okay, ich lasse mich. Sie schmeicheln mir sehr, aber. Da hinten müssen wir ausschalten. Mit die Raketen. Ja. Jemand hier? Das ist bestimmt eine Falle. Noch ein bisschen weiter. Der Nautica-Waggon ist direkt vor ihm. Natürlich. Nein! Bitte ein Checkpoint. Das wäre zu blöd. Jetzt kam da so ein Bastard aus der Ecke. Alter. Sehr schön. Ah, jetzt weiß ich, dass du hier bist. Hennung. Endlich habe ich dich! Nein, ich dich. Oh, scheiße. Ja, nicht gut. Heilung. Kommt alle her. Na, kommt schon. Ist euer Ernst? Ich muss Sicherheit machen. Nein!
Bastard mit seinen Raketenwerfern. Habe ich nicht auch so einen? Den Raketenwerfer habe ich doch aufgesammelt. Müssen wir noch mal gucken, ob wir den haben. Habe ich nicht. Ich habe nur die hier. Die 6, die sind die stärksten. Da kommt er geflogen. Okay, warum ist jetzt hin? Orientierungslos durch die Nacht. Es ist Tag. Ach, nicht so ein Bastard wieder. Nein, nein, nein. Ohne mich. Müssen wir den ausschalten, oder? Da haben wir ihn. Ich hab die Papiere. Und jetzt? Wir müssen uns beeilen. Die Mondfähre startet heute Abend vom London Nautica. Hm. Sie brauchen da oben ihre Ausrüstung. Wir verbrennen uns als Wissenschaftler. Sie dürfen nicht auffallen. Du brauchst eine Rasur und einen neuen Haarschnitt. Gepäckstücke sichern, Sicherheitsbögen schließen, zurücklegen und auf den Startknopf drücken. Wenn Sie auf dem Mond angekommen sind, müssen Sie Ihre Ausrüstung aus dem Gepäckbereich holen und dann die Entschlüsselungscode suchen. Jetzt geht's auf den Mond. Oha. Die geheime Nazi-Basis auf der dunklen Seite des Mondes. Ich bin gespannt. Pläne für Lager auf dem Mond. Oha, Lager. Ach, Scheiße. Die Schweine. Wenn jetzt Aliens. Wenn jetzt Aliens deportieren oder was? Diese jüdischen Aliens, ihr wisst schon. Alter Schwede. Ich bin einer von denen, ich brauche keine Angst zu haben. Ich bin verkleidet. Ich nehme meinen Anzug und... Willkommen auf dem Mond, Chefwissenschaftler. Glückwunsch zu Ihrer Beförderung. Aus Ihrem Vorgänger habe ich die Mühe gemacht. Bitte gehen Sie durch das Röntgengerät. Ich habe Waffen dabei, oder was?